Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, heute bin ich mal wieder ganz woanders unterwegs. Nicht in der Stadt, sondern auf einer Burg. Und zwar auf der Rosenburg beim großen Mittelalter-Turnier. So, liebe Leute, mal herzlich willkommen auf der Rosenburg ein weiteres Mal. Hallo. Ach so, ja. Was ist denn das? So ein neumodisches Ding namens Videokamera. Kannte man im 15. Jahrhundert noch nicht. Naja, egal. Und zu einem Ritterturnier gehört natürlich auch der passende mittelalterliche Markt dazu. Vor der malerischen Rosenburg steht jetzt vor meiner Kamera Alex der Gaukler. Alex, wie kommt man dazu, auf Mittelalterfesten für die Leute den Kasperl zu machen? Indem man einfach in irgendwelchen Parks zu Hause spielt, sein eigenes Hobby spielt und die Kinder bleiben stehen und nicht nur die Kinder und plötzlich bleibt irgendein Typ von einer Rosenburg stehen und sagt, er will mich auf der Rosenburg haben, zum Beispiel. Jetzt ist der Gaukler ein Fulltime-Job oder geht sich das dann doch nicht ganz aus? Na, überhaupt nicht. Das ist nur ein Spaßjob. Und der ist, also so Mittelalterfeste gibt es vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 in ganz Österreich. Und voriges Jahr 0, Lockdown, 1,5 Jahre Lockdown für Künstler. Nein, aber ist auf jeden Fall nur ein Spaßjob. Jeder von uns hat eigentlich einen normalen Job auch. Oh!
Ja, und über dieses gar nicht so gerade Pflaster marschiere ich jetzt schnurstracks in die Rosenburg hinein. Mit einem Blick in den Burggraben würde ich mal nicht sagen, eher Burghof, in einem Seerosenteich und der Schlossküche. Und einem Rosengarten, was sonst auch in einer Rosenburg. Wobei die Rosenburg selbst mit Rosen eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern eher mit dem Adelsgeschlecht der Rosenberger. Nun ja, ab durchs Schlosstor oder Burgtor. Und hier befinden wir uns in der Schlosskapelle. Wie man sieht, lohnt sich in der Rosenburg auch der Blick an die Decken. Das sind übrigens Klappstühle, auch wenn man es jetzt nicht glauben möchte. Ja, und diesen Ausblick genießt man vom Balkon der Rosenburg hinunter ins Kamptal. Und diese wunderschöne Kassettendecke befindet sich in der Bibliothek der Rosenburg. In der Rosenburg befindet sich auch ein Falknereimuseum. Ja, und dieses Falknereimuseum wollen wir uns jetzt auch einmal ein bisschen anschauen. Die Anwendung, wie er gesagt hat, ganz einfach. Kopf weit zurück, richtig weit, richtig weit. So wurde diese Ketzergabel angelegt und so fest angezogen, dass sie die Spitzen bereits ins Fleisch eingebohrt hat. Das dient zur absoluten Ruhigstellung. Jetzt kommen wir wieder zu den eingangs erwähnten Ehemännern. Zehn zum Preis für 8, überlegt euch das. Du bist aber nicht, gell? Dann motivieren wir es. Ja. Wir sind ja richtige Motivatoren. Auch der Gaumen wird am Mittelalter-Event natürlich entsprechend versorgt. Natürlich gibt es auch viel Action für Junge und Junggebliebene. Hier geht es nicht ums Scheunentor, hier geht es ums Burgtor.
Ja, sehr schön. Daumen ist ganz entspannt. Ja, super, super. Sehr gut. Gut los. Ja? Patsch. Sehr gut. Kann ich auslassen, oder? Ja, okay, geht schon. Okay. Ja. Passt. Spannen! Los! Schuss! Erste auf! Heben! Spannen! Schuss! Zweite auf! Heben! Spannen! Schuss! Auf das Tor! Erste auf! Heben! Spannen! Schuss! Reihe! Das Ganze auf die Windsau! Heben! Spannen! Schuss! Naja, und hier sehe ich mal von mir offensichtlich Robin Hood, Will Scarlet und Little John. Aber was die drei können, das kann doch der kleine Stadtstreicher schon lange, oder? Thank you.